Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist die Roomtour unserer neuen Wohnung. Also, man kommt hier rein, hier ist die Tür, Sicherungskasten, ich drehe mich mal mit dem Flur. Ich drehe mal die Kamera so, dass ihr mich nicht seht. So. Also hier ist der große Flur, hier haben wir einmal rechts den Bereich und hier geht es geradeaus und die Treppe hoch zu den Schlafräumen. Genau, hier haben wir dann direkt eine Gästetoilette, kleine Waschbecken, Heizung und hier, denke mal, wir werden Spiegel machen, wenn ich einen vielleicht bei eBay finde. Ja, hier habe ich schon was mitgebracht, denn die Vormieter haben uns das Klo verstopft. genau, den haben wir gerade bei eBay abgeholt, zu verschenken war der. Der soll dann hier rein. Genau, hier links ist das Wohnzimmer. So, riesengroß. Genau, ich gehe mal hier rüber in die Ecke. Ja, hier haben wir dann auch mit Nische und hier hatten die Vormieter eine Trennwand drin. Das sieht man gleich an der Decke nochmal. Wie wir stellen, wissen wir noch nicht genau. Wir dachten hier vielleicht Couch und so. Genau, also hier, ich weiß nicht, ob ich kann es auf der Kamera gerade nicht erkennen, aber hier müssen wir Decke ausbessern, eventuell, müssen wir gucken. Rauchmelder kriegen wir neue, weil auch ein paar fehlen. Dann haben wir hier schöne Doppeltüren, gehen auch beide auf mit dem Balkon. So, mit Glasscheibe können die Kinder perfekt rausgucken oder die Kaninchen. Und die können auch nicht runterfallen, die Kaninchen, was auch gut ist. Genau, der ist auch schön groß. Geht nicht so weit raus, aber dafür ist er breiter oder länger, wie man es nennen will. Ja, schrubben müssen wir auch. So. Genau. Dann gehe ich einmal mit euch wieder durch den Flur in die Küche. Und ich drehe die Kamera wieder. So, also ich stehe jetzt in einem Türrahmen oder Türzarge. Das ist ein Fliesenspiegel hier über Eck. Das wird eine Herausforderung, das zu stellen. Ich habe gestern schon ein bisschen mich informiert, wie man das stellen muss, damit die Schränke aufgehen. Genau, hier müssen die Steckdosen noch gemacht werden. Die sind nämlich lose. Ich weiß nicht, warum die lose gemacht haben, aber gut. Fliesenspiegel ist nicht der hübscheste, aber ist okay. Ja, und hier haben wir eine Menge Platz in der Küche. Einmal die andere Seite. Ja. So. Hier hoffe ich, dass es klappt, will ich den Kleiderschrank von uns hinstellen. Und hier geht es nach oben. Ich komme hoch, ja? Hallo. Das war jetzt Amelies Zimmer, das erste, ne? Okay, das ist Amelies Zimmer. Direkt, wenn man reinkommt. So, mit einer Schräge sind fast gleich groß und identisch die Zimmer. Ich stelle mich mal auf die andere Seite. So. Die Schrägen finde ich gar nicht so schlimm, weil man kann hier genug hinstellen, weil die nicht so, ja, ich kann weit reingehen. Die sind nicht so schlimm. Okay, gehen wir einmal in Jamies Zimmer. Kevin macht Fotos im Schlafzimmer. Für uns und für die Familie. So, also eigentlich sieht das identisch aus. Also, dass er hier so eine Nische drin hat. Genau. Kann ich reinkommen? Ja, ne? Oder störe ich dich? Ich zieh mir etwas an. Wo willst du denn hin? Ja, an dir vorbei. So, also das Schlafzimmer. Hier haben wir eine blödere Schräge drin. Müssen wir gucken, wie wir es stellen. Hier ist auch so eine Nische. Wahrscheinlich würde hier der Kleiderschrank hinkommen. Müssen wir mal gucken. Ich stelle mich mal so. Alles gut? Gut, okay. Hier haben wir auch Jalousien, das ist der einzige Raum damit.
Müssen wir echt gucken, wie wir es hinstellen. Ich bin gespannt, wie es passt. Und Badezimmer. Ja. So. Ja, das weiß ich nicht, ob das drin bleibt. Mal gucken. Die Tür zu, dann können wir besser sehen. Wir haben eine Dusche und eine Badewanne, wobei wir die Garnituren austauschen müssen und Duschvorhang oder Duschkabine, je nachdem, was wir wollen, machen müssen. Ja. Hier sind auch Stellen, aber die stören ja hier nicht. Genau. Mal gucken, ob wir eine Waschmaschine hinstellen oder einen Schrank. Überlegen wir uns. Ja. Schade, dass das Brett hier so nicht so schön aussieht. Hier ist es immer. Mein Gott, voll dreckig. Okay, ja. Wenigstens ist die Toilette nicht verstopft. Aber unten haben sie ja. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr sagt zu der Wohnung. Das scheint natürlich jetzt extrem, weil nirgendwo was drin ist. Ja, ich bin gespannt, wie es hier scheinen wird. Weil hier kann man nicht viel stellen, nicht viel Stellraum. Ne? Hier drunter. Und dann wird es ja da schon eng. Dann eigentlich nur da. Mal gucken. Bin echt gespannt, was ihr sagt zu der Wohnung. Bis zum nächsten Video.